Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva. Und wer ist eigentlich für dich wertvoll? Was für Menschen sind das? Sind das berühmte Leute? Sind das Menschen, die ganz reich sind oder erfolgreich und das geschafft haben, was du dir vielleicht immer mal gewünscht hast? Oder sind es Menschen, ja, oder gucken wir mal in die andere Richtung, ne? Können es auch Kinder sein, die für dich wertvoll sind, ne? Die ja noch gar nicht so erreicht haben wirklich und so. Ich glaube, da nickt jeder. Ne? Also Kinder, wissen wir das sofort, ist wertvoll, einfach weil es da ist, auch wenn es noch völlig unperfekt ist in dem, wie es ist oder so. Es ist wertvoll. Und dann schauen wir mal, wo wir glauben, was wir alles machen müssten, um unseren Selbstwert selber überhaupt zu spüren. Da glauben wir manchmal, wir müssten das besser machen und jenes besser machen und dafür, wenn es geht, perfekt sein und so etwas. Und so bauen wir unser Selbstwertgefühl auch ein Stück weit selber ab. Und wenn wir uns da mal wieder bewusst sind, was ist es eigentlich, was macht den anderen Menschen für mich kostbar, ne? Weil der Partner mich versteht, mich so sieht, wie ich wirklich bin, mit meinen Schwächen und Fehlern meinetwegen und Kanten und so etwas alles. Aber trotzdem sagt, ich nehme das ganze Paket. Ich liebe dich so, wie du bist. Ne, dieses so erkannt werden. Oder die beste Freundin, ne, die einfach da ist, auch wenn man mal wirklich auf dem falschen Dampfer unterwegs ist und sich irgendwo verrannt hat, die beste Freundin ist da und sagt, also spielt keine Rolle, hier komm her, ich koche jetzt erstmal eine schöne Suppe für dich oder wie oder was, oder lass uns einfach quatschen bei einer schönen Tasse Tee oder so etwas alles. Das sind die Sachen, die wertvoll sind. Und wenn wir mal schauen, was können wir selber für unser Selbstwertgefühl tun, dann müssen wir mal wegkommen von diesen komischen Maßstäben, die wir an andere gar nicht anlegen, sondern immer nur an uns selber. Da perfekter zu werden und da besser zu werden. Und dann auch mal diese negativen Gedankenmuster über Bord werfen, mit denen wir vielleicht als Kind oder später mal begleitet wurden oder bombardiert wurden, war so meine erste Eingebung. Es ist ja tatsächlich manchmal wohl so, als würden Bomben fallen. Ne? Also da hört man Sätze und boah, denn und wir glauben das. Also als Kind ist es ja selbstverständlich, da hatten ja unsere Eltern eigentlich immer recht mit dem, was sie sagten. Und wenn es da hieß, oh, du bist nicht musikalisch und das kannst du nicht und stell dich nicht so dusselig an und schau mal, der und der kann das besser oder so. Wir hatten ja gar keine Möglichkeit, uns richtig zu vergleichen oder so und zu sagen, hey, aber das, was ich mache, ist doch auch gar nicht so schlecht oder so. Da haben wir das ja alles so geglaubt. Und das mal zu hinterfragen und mal zu gucken, welchen Maßstab legen wir eigentlich an andere Menschen an und wie gnädig sind wir da und wie kritisch gehen wir mit uns selber um. Und da was für dein Selbstbewusstsein zu tun, ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, dir ganz viel Spaß dabei. Tschüss!